Ich heiße Lydia Pavlenko, Mädchenname Stark. Ich arbeite hier bei Caritas Zentrum St. Vincent schon 19 Jahre. Die Arbeit ist sehr interessant, ist nicht einfach. Du kannst es nicht ohne Freude oder ohne Spaß ausführen. Wenn du nur reinkommst und meinst, oh ja, jetzt meine Stunden möchte ich ja absitzen oder irgendwie, das kannst du nicht machen. Weil die Kinder, die Jugendlichen, die spüren es sofort. Die 19 Jahre, dass ich hier bin, arbeite ich immer mit Kindern, mit Jugendlichen, die sehr hohen Pflege- und Förderbedarf haben. Das heißt, Einlagen, Essen vorbereiten, Rollstuhlfahrer, viel Therapien ausführen, viel Pflege, viel Hygiene, schon seit 19 Jahren. Du musst, du sollst Herz, Hand und Verstand haben. Ja? Da kannst du hier arbeiten. Anders nicht. Wenn du ein bisschen Mitleid zeigst oder wenn du Angst hast oder wenn du unsicher bist, erreichst hier nichts. Weil die Kinder spüren es sofort. Mein Name ist Maria Dietze. Ich komme aus Buenos Aires und ich lebe seit 7 Jahren hier in Ingolstadt. Ich bin Schauspielerin und Tänzerin. Ich kam zu Caritas eigentlich, weil ich einen Verein kennengelernt habe namens Künstler an die Schulen. Und ich habe meine Arbeit vorgestellt und auch mein Projekt vorgestellt. Damals war natürlich sehr, sehr fremd, das war sehr neu.
Ja, mein Name ist Matthias Neuburger. Ich bin Musiker, Heilpraktiker für Psychotherapie und auch der Vorsitzende von einem Verein hier in Ingolstadt, der sich Künstler an die Schulen nennt. Auf dem Weg bin ich auch zum ersten Mal in Kontakt gekommen zu dem Projekt von Maria Nieves-Tietze. Und dann hat sie einen Satz gesagt. Sie meinte, Matthias, da gibt es ein Mädchen und sie kann eigentlich gar nichts. Sie sitzt im Rollstuhl, sie spricht nicht, man weiß nicht, was sie wahrnimmt, aber sie ist eine sehr gute Tänzerin. Und als ich das hörte, war für mich klar, okay, hier handelt es sich also auf jeden Fall um eine besondere Herangehensweise, ein besonderes Projekt, besondere Menschen, aber, und das ist das Entscheidende für mich gewesen, auch um eine ganz besondere Perspektive auf diese Menschen. Sehr schnell bemerkt, okay, da geht es natürlich schon auch um einen therapeutischen Effekt, aber der steht da nicht im Vordergrund, sondern da ist dieser besondere Blick und der sieht in diesen Kindern und Jugendlichen, in diesen besonderen Menschen einfach eine Qualität, die andere nicht sehen, aber auch eine Qualität, die andere Menschen gar nicht haben. Ich finde das großartig, was sie macht. Zum einen, ganz wichtiges Element ist in ihren Angeboten, und das ist ein sehr heilpädagogisches Element, deswegen fällt mir das auch so auf, ist, dass sie sehr bedingungslos vorgeht mit den Kindern. Das heißt, die Kinder müssen von sich aus eigentlich erstmal gar nichts weiter tun als da sein. Das Angebot als solches stellt keine Voraussetzungen an die Kinder. Und das ist für unsere Kinder ganz, ganz wichtig, weil unsere Kinder einfach oft auf eine ganz andere Art und Weise erst angesprochen und angeregt werden können. Und sie reagiert also völlig flexibel auf das, was das Kind ihr zeigt, auf irgendeine Bewegung, die das Kind ihr vorgibt und auf irgendeinen Impuls, den sie bekommt von dem Kind, ohne dass sie im Vorfeld schon ganz konkret weiß, wie das ablaufen wird. Thank you.
andere Aspekt ist natürlich dann auch der, wie eben schon gesagt, dass sie mit den Kindern in Bewegung kommt. Und das ist einfach immer gut. Bewegung ist immer gut. Und dann auch im Einklang mit der Musik und auch mit dem gemeinsamen Sein, mit dem Zusammenagieren, wo also auch noch so eine soziale Komponente mit reinkommt. Ne? Man macht was zusammen, du bist da, ich bin da und gemeinsam entwickeln wir jetzt hier was. Das sind für unsere Kinder mit sehr schweren Behinderungen oft gar nicht so selbstverständliche Dinge im Alltag, weil sie ja doch oft, es wird oft viel mit ihnen gemacht, im Sinne von, dass sie sehr passiv sind. Sie werden gepflegt, sie werden gefüttert, sie werden von A nach B gebracht. Das ist völlig normal und natürlich, dass diese Kinder oft in einer eher passiven Rolle sich bewegen. Und jetzt ein Angebot zu schaffen, wo das Kind in eine aktive Rolle reinkommt, wo es selber mal vorgeben kann, was passiert, wo es eigene Impulse setzen kann und dann darauf reagiert wird, das ist nicht einfach, sowas umzusetzen. Aber wenn man es macht, dann ist es ganz wichtig und ganz großartig. Deswegen war auch von Anfang an klar, hier handelt es sich um etwas, was nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden darf, dauerhaft, sondern wirklich etwas, was man den Menschen zeigen muss. Bekommt ein anderes Verhältnis zu solchen besonderen Menschen und eine ganz neue Akzeptanz. Und das ist für mich auch die Mission und der Auftrag, der hinter diesem Projekt steht. Berührungsängste, die es zweifelsohne gibt, die auch nicht schlimm sind. Also das kann man niemandem vorwerfen. Aber man sollte schon gucken, dass man Projekte findet, Wege findet, diese Berührungsängste abzubauen. Tatsächlich hier in Ingolstadt ein Kunstzentrum für besondere Menschen zu eröffnen. Dort können dann sehr viele integrative und interaktive Prozesse stattfinden. Dort kann man ausstellen, dort kann man Aufführungen machen, dort kann man produzieren und arbeiten. Und das wäre ein Traum. Und das soll es aber nicht bleiben.